Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es das erste Update von meinen riesengroßen Wasserperlen. Und ihr seht schon, sie sind wirklich richtig, richtig groß geworden. Vielleicht habt ihr den ersten Teil gesehen, die waren am Anfang ungefähr so groß. Und ich habe sie vor ungefähr 24 Stunden hier ins Wasser gelegt. Da habe ich 2 Liter Wasser drauf gegossen. Inzwischen habe ich noch einen weiteren dazu gegeben. Es sind jetzt 3 Liter Wasser und auch die sind schon fast komplett aufgesaugt. Die Kugeln sind noch nicht komplett fertig. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Genau, diese hier. Hier ist eine von den Lilanen. Die hat hier noch so einige Dellen, das heißt, sie wird auf jeden Fall noch größer. Also ich bin sehr gespannt, wie die Endgröße sein wird. Hier ist es auch so, die sind unterschiedlich groß. Ich habe hier eine durchsichtige und eine orangene. Die sind jetzt schon eine Ecke kleiner als die lila, ne? Und das waren sie am Anfang auch, wenn ihr mein erstes Video dazu gesehen habt. Und die weiß bzw. die durchsichtige und die orangene Kugel haben auch schon ihre Endgröße erreicht, denke ich. Die sind komplett rund. Was habe ich noch für Beispiele? Hier ist eine rote, die ist noch ziemlich eierig. Da bin ich auch sehr gespannt, was damit noch passieren wird. Gelb auch noch ziemlich eierig. Blau ist auch ziemlich klein und auch ziemlich feste Kugeln. Dann gibt es solche, die solche Unebenheiten haben, als ob sie gegossen wären. Hier sind solche Ablösestellen dran. Hier an Gelb auch. Ganz interessant. Hier sind noch mehr lilane Kugeln mit so kleinen Dellen. Auf jeden Fall eine super schöne bunte Mischung und ich lasse sie jetzt noch mal eine weitere Nacht stehen. Ich bedecke gleich noch alles einmal mit Wasser, ihr seht schon, die sind schon so dick aufgeschwemmt, dass sie hier schon wieder an der Wasseroberfläche angekommen sind. Ich gieße gleich nochmal Wasser auf, dass sie wirklich schön im Wasser drin liegen und mal schauen, wie sie dann morgen früh aussehen. Es ist jetzt eine weitere Nacht vergangen und die Wasserperlen haben jetzt wirklich nochmal an Größe dazu gewonnen. Es sind auch keine Dellen mehr drin. Die hier ist noch ein bisschen eierförmig, aber es kann auch sein, dass die einfach nicht komplett rund sind. Ich nehme mal eine lilane raus. Die ist allerdings auch nicht besonders groß. Ich gucke mal, welche die größte ist, die ich finde. Hier ist eine ziemlich große gelbe, die ist auf jeden Fall noch größer. Gucken, ob ich tatsächlich eine finde mit 8 cm Durchmesser. Hier ist noch eine, die ist noch etwas größer. Aber ich glaube, damit habe ich schon so das Maximum gefunden. Hier ist noch eine blaue, aber die ist auch nicht unbedingt größer als die lilane hier. Und auch hiervon kann ich 2 eigentlich bequem in der Hand halten. Bei 3 wird es ja dann bei meiner Handgröße immer ein bisschen schwierig. So, hier ist noch eine lilane, die haben ungefähr die gleiche Größe. Ihr seht, die Orangenen haben auch die Größe von gestern ungefähr beibehalten. Etwas kleiner. Also von der Größe her durchaus gemischt. Diese hier ist noch ein bisschen eierig. Da könnte es sogar noch sein, dass die etwas größer wird. Aber ich glaube, so die meisten haben ihr Maximum erreicht. Ich messe noch einmal nach. So, ich lege es mal hinten an.
Ungefähr 5 cm haben sie im Durchmesser, also doch durchaus etwas größer als die anderen. Aber 8 cm sind es bisher nicht. Ich lasse sie noch mal ein bisschen stehen. Also die bleiben jetzt einfach hier in der Schüssel drin. Ich messe noch mal nach. Und wenn sie tatsächlich noch mal wachsen sollten, bekommt ihr auf jeden Fall ein Update von mir. Also super coole Perlen. Ihr werdet die bestimmt auch noch mal bei uns hier in den Videos sehen. Vielleicht im einen oder anderen Anti-Stress-Ball mit mega großen Perlen. Also richtig cool. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!